Hallöchen, meine lieben Balkongartenfreunde. Nun sind wieder 2 Wochen vergangen und ich bin wieder zurück aus dem Urlaub. Leider blieb meine Zucchini-Pflanze in meiner Abwesenheit nicht gesund. Wobei ich muss sagen, insgesamt 4 Wochen war ich ja in diesem Sommer nicht da, um mich um meine Pflanze zu kümmern. Das tut mir auch wirklich sehr leid, aber Urlaub muss halt auch mal sein. Nur ist klar, wenn man in dieser Zeit seine Pflanze nicht optimal pflegen kann, ja, da kann es passieren, dass sie krank wird und von Schädlingen befallen wird. Meine Zucchini-Pflanze war aber schon irgendwie von Anfang an nicht wirklich robust genug. Woran das lag, darüber kann ich nur spekulieren. Vielleicht war es, ja, die Terra Preta, die ich verwendet habe, die hier im Pflanzkübel drinnen ist, oder es war einfach nur das ungünstige Wetter. Im Gegensatz zur Zucchini-Pflanze haben meine Gurken meine Abwesenheit doch recht gut überstanden. Ja, hier habe ich auch eine ganz normale Gartenerde verwendet und ja, Pferdemist. Vielleicht ist Pferdemist auch ja, der Schlüssel zum Erfolg. Welchen ich da verwende, habe ich auch natürlich immer unter dem Video verlinkt. Und die Ernte kann sich wirklich sehen lassen. Und es wachsen ständig neue Gurken nach, wie man sehen kann. Zumindest ist das ein kleiner Trost für mich. Aber kommen wir zur Zucchini-Pflanze zurück. Die Zucchini-Pflanze hat gerade mal eine etwas größere Zucchini hervorgebracht und ja, die anderen wurden mehr oder weniger von Blattläusen gekillt und die wurden dann auch nicht groß. Ich sehe gerade, hier ist doch noch etwas Nachwuchs dabei, aber ich werde diese Pflanze nicht mehr weiter kultivieren. Mittlerweile ist die Blattlausplage nach 2 Wochen ohne Schutzbehandlung von mir so groß, dass sich eine erneute Bekämpfung wohl nicht mehr lohnen wird. Das heißt, ich werde die Pflanze entfernen und mir eine Nachkultur einfallen lassen. Ich hatte eh geplant, heute Nachmittag ins Gartencenter zu fahren. So, jetzt mache ich mir aber zuerst mal einen leckeren Gurkensalat. Und wir sehen uns dann bald im nächsten Video wieder. Macht's gut und euch eine gute Ernte. Liebe Grüße, euer Balkongärtner Christian. Ciao, ciao.